Danke, Frau Präsidentin, Hohes Haus, sehr geehrte Damen und Herren. Der Text dieses Frauenvolksbegehrens ist ein Wünsch-dir-was-Programm. Es ist ein rein propagandistisches Begehren, das bei einer Verwirklichung aller Slogans Milliarden kosten würde. Wirtschaftliche Anliegen stehen im Mittelpunkt an die Bundesregierung gerichteten Forderungen. Eine 50% Frauenquote, 1.750 Euro Mindestlohn für alle Branchen, die 30-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich, ein Rechtsanspruch auf kostenlose Kinderbetreuung. Wer das alles bezahlen soll? Natürlich die männerdominierte, unternehmerisch tätige Ausbeuterklasse, das ist auch klar. Wobei bei der Frauenquote wurde sicherlich nicht gedacht an Bauarbeiter, Müllmänner oder Wehrpflichtige, sondern eher an wirtschaftliche Führungspositionen, die hohe Einkommen versprechen. Und das ist eine reine Rosinenpickerei. Ich möchte noch ein Thema herausgreifen. Das ist die Forderung, die Normalarbeitszeit auf 30 Stunden zu verkürzen. Das kann sich nicht ausgehen bei vollem Lohnausgleich. Es ist ein absolutes Retro-Konzept und man fühlt sich zurückversetzt in die 70er Jahre, wie das erste Mal gefordert wurde. Eine Arbeitszeitverkürzung bei gleichem Lohn verteuert den Faktor Arbeit massiv. Über 93% aller Betriebe in Österreich beschäftigen weniger als 10 Mitarbeiter. Für diese Klein- und Mittelbetriebe wäre dieser gesetzlich verpflichtende Lohnausgleich, würde es die Lohnkosten um 33% erhöhen und das wäre existenzbedrohend. Dabei gibt es gerade jetzt dank der erfolgreichen Unternehmen in Österreich so viele Arbeitsplätze wie nie. Noch nie war unser Sozialstaat so abgesichert, so nachhaltig abgesichert wie jetzt. Damit unser Land wirtschaftlich so erfolgreich bleiben kann, benötigen Unternehmen und Arbeitnehmer, sowohl Frauen als auch Männer, einen zeitgemäßen, fairen Rahmen und keine Retroforderungen. Eine Senkung der Normalarbeitszeit auf 30 Stunden ist dafür sicher kein adäquates Mittel. Sagt Jessi Lindl von der FPÖ. Nächste Rednerin ist